Neuerung, abgesehen von Minecraft 1.9. Wir haben das Dorf im Vorhinein in so ein paar Bezirke aufgeteilt. Einfach, damit wir ein bisschen mehr Fläche direkt belegt haben, was wohin kommt so ein bisschen. Ich hoffe, dass das so ungefähr reicht an dem Platz. Wenn das nicht reicht, können wir natürlich immer noch sagen, gut, wir erweitern das. Aber man kann natürlich auch die Grenzen ein bisschen variabel gestalten, sage ich mal. Aber dafür uns so ein bisschen gucken, dass wir die ganzen Shops halt in einem Bezirk haben, dass wir so die Wohnungen in einem Bereich bauen, beziehungsweise auf zwei oder drei verteilt. Mhm. Alles so ein bisschen Community-mäßig dann da aufbauen wieder, wie beim letzten Mal. Jedoch sind wir nicht da, wo wir sein wollen. Dann port uns mal. Nee, wir ich habe mir, ich habe den Spawn absichtlich hier auf eine Insel gelegt, falls jemand eine passive Mob-Farm bauen will. Niemals. Weil man dann ja quasi benötigt, dass kein Krams in der Nähe ist, also kein Gras etc. pp. Ich würde sagen, Zapplings auf. Ich starte jetzt mal geht's los. Das Spiel. Wir dürfen uns jetzt Leben verlieren gegenseitig. Starte das Spiel. Was, na, wie, warum habt ihr schon Schwerter? Halt! Wie, was passiert? Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung 0-0 und es wäre ratsam, glaube ich, du cheatest. Wenn sich jeder ein Schiffchen baut. Und dann können wir nämlich gewiefterweise direkt die neuen Schiffmechaniken ausprobieren. Ja, das sieht so geil aus. Das habe ich im Video schon gesehen. Das sieht so geil aus mit den Schiffchen. Gibt es jetzt eingebaute Kanonen? Bumper. Nein, soweit nicht. Man könnte jetzt theoretisch auch pro zwei Personen ein Schiff bauen. Das geht ja auch. Ja. Ich echt? Man kann ein zweites Schiff haben? Ja. Mittlerweile, ja. Das ist jetzt neu. Hat jemand schon eine Crafting Bench gehabt und könnt ihr die bitte wieder aufstellen, damit ich kein Holz verbraten muss? Steht hier. Es gab da aber zwei, oder? Wo steht denn einer? Wer hat denn eben hier geschrieben? Oh, ja, da. Settling. Mein Stocker. Oh, geil, ich hab einen Apfel. Wie geht denn das Schiffchen nochmal? Wir brauchen normales Holz, also Oak. Ein also U, Planks. Aber nur bis zur zweiten Reihe. Perfekt. Also wo geht's denn dann los? Ich mach mir trotzdem direkt mein zweites. Falls das eine die Boote gehen nicht mehr kaputt. Nicht mehr? Okay. Nein. Braucht noch jemand ein Boot? Ich hab ein Boot so viel. Nee, Zecker-Boote. Jetzt sind Zecker-Boote. Jetzt habe ich auch die Richtung verloren, die wir müssen. Also wenn ich die Karte richtig Richtung, oder? Oder da ist ja jetzt sogar ein Paddel abgebildet, Mensch, das ist ja, also ich nicht weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, total überrascht, also positiv. Marder Richtung 0-0 oder was? Ja, genau. Dann hier raus. Nein, wer hat meine Workbench? Ich nicht. Wo seid ihr? Da. Anstatt sie hinzuwerfen, baut er sie wieder hin. Ja. Und los geht's. Boah. Das ist geil. So, Marder ist hier unten. Warte. Nein. Direkt mal testen. Los geht's. Bam. So, den Rest. Ich bin aber jetzt hier gerade ein bisschen. Bisschen enttäuscht, dass ich nicht sehe, wie meine Arme sich bewegen. Dann musst du in der 5. Achso, stimmt, die bewegen sich nicht. Wo ist mein Paddel? Boot? Bewegt sich. Mein Boot ist weg. Echt jetzt? Ja, ich hab noch eins, wenn du noch einen brauchst. Nee, ich kann bei Manu mit. Da sind Zombies, Achtung. Und ich glaube, da sind auch schon Skelette irgendwo. Irgendjemand hat eine Pfeile im Arm stecken. Meinst du? Also irgendwie. Hat das nicht so... Der Zombie will mit auch, oder? Boah, ich sterbe! Ein Herz! Nein! Nein! Headshot! Du bist schon tot? Oh nein! Der erste tot und ich hab den Discounter an. Das hab ich nur vergessen. Komm, Schatz, wir fahren. Da hinten sind nur Deppen. Aber mein Kram ist noch da, oder? Despawnt der? Nein, der ist noch da. Okay. Du hast Mitfahrhilfe, meinst du? Au! Okay, nein, vielleicht doch nicht. Ich hab keine Ahnung. Brainy, komm auf den Zombie! Kann man schlagen? Ja. Ein bisschen schade, dass auf der Karte die Position nicht angezeigt wird. Ich bin noch so ein... Hey, Kollege! Keine Live-Karte. Ich gehe auf das Skelett und dann weg. Ach, das ist doch nicht meine Live-Karte. Ist ja noch schlimmer. Ja, eben auf meinem Boot geschossen. So, wir müssen Richtung 0-0, war die Ansage, oder? Ja. Ja. Okay. Warte, dürfen mich. Erskine, dieser... Ah, ich Held. Bin tot. Dieser Held. Sag ich oder auch nicht. Was ein Held, ne? Okay. X minus 110, 111, 112. Dumme Frage, warum habe ich eigentlich die Zeit gestoppt, bevor es losgeht, wenn es jetzt Nacht ist? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mein Boot wieder gefunden. Die Bootsteuerung, die ist ja ein Traum, hör mal. Das ist geil, ja. In welche Richtung geht der 0-0? Dahinter? Man kann ja voll rumdriften. So, anderthalb Herzen. Ich komme mit der Bootsteuerung. Bin tot. Das war ein richtiger Sniper. Alter Schwede, ey. Ich glaube, die KI von dem wurde verbessert sogar, ne? Ja, ich glaube, der hat da so ein bisschen nach oben gezielt, so mit Richtung, also ich meine, ach die Scheiße, was ist denn das für eine Steuerung?
Ja, das abholen, das driftet halt voll, ne? Die ganze Zeit. Ja. Kommst du runter? Hier unten ist keiner. Hä? Wo ist denn hier 00 eigentlich? Ach da, ja. Da lang, okay. Moment, ja, Moment, Moment. Also auf der Z-Achse. Ja. Ich glaube, in die Richtung müssen wir. So, wo ich jetzt mal da so also ungefähr. Ah, das sieht gut aus. Ja, ich bin schon bei dem Gebirge. Da ist und, schon mal. Uah, wie war denn Shift? Ja, jetzt. Ja. Und. Ah, Achtung, ja. Skelett. Und. Schub. Da müssen wir irgendwo. Schon wieder tot. So, hat jemand eine grobe Orientierung eigentlich? Nein, ja. Also, wir sind an der Küste. Wir sind schon unterwegs, Mr. Vlog und ich. So, mit Shift kommst du raus. Hinten, ne? Also, wir fahren schon um die Wette hier gerade so ein bisschen. Ach, aha. Dahinter müssen wir, okay. Alles klar. Ach, jetzt ist natürlich noch am Dings. Ach, hier, das ist verbuggt. Achso, okay. Man sieht die klar. Skelett. Ja, gut, okay. Müssen wir hier lang, ja? Stimmt das mal, oder? Fast. Also Mordor wird schon wissen. Nein, ich weiß es nicht, das ist es ja. Wollen wir fahren falsch? Nein, wir fahren nicht falsch. Alles gut, alles gut. Nee, auch nicht. Folgst du? Ja, ich bin im F3, aber. F3 entgegen, wo der Blaue hinzeigt. Ich sehe keinen. So, entgegen, oder? Das sehe ich nicht. So, also X bin ich jetzt schon mal 0. So, jetzt müssen wir nur noch. Wo ist ausgehen? 0, 0. Richtung. Wo bist Richtung, du? Ach, da. Richtung ja, ja, hier, rechts von dir, rechts von dir. Das sieht gut aus. Dann kommt ich echt nicht. Also, ja, also X wird sich ja, auf jeden ich kann es mir ungefähr vorstellen. Ja, sieht so. Rechts von mir, so ein bisschen aus. Hinter mir, denke ich. Entweder mehr links oder mehr rechts? Ich glaub, mehr links, was macht oder? Ihr hier vorne? Und ja, ja definitiv mehr links. Hä? Ich bin ja voll ab jetzt. Ihr seid ja. Ah, wie weit seid ihr denn? So. 400 Blöcke noch? Nee, da fahr ich außen rum. Ganz ehrlich, bin ich zu faul. Bist du jetzt. Achso, ah ja, okay. Also, wir müssen nicht. Ja, wir müssen nicht. Oh, bei mir lädt jetzt die Map nicht nach. Warum? Hallo? Yes. Die folgt einfach mal Brainy durchs Nichts. Ja, geil. Oh. So, Kara und ich sind oben auf dem Berg angekommen. Und stopp, warte, da war X, da ist jetzt X, ist jetzt hier 0. Warte. Gucken. Pass mal auf, nett wie ich bin, würde ich sagen, ich baue euch hier oben mal irgendwie ein, zwei Fackeln hin. Das ist sehr gut. Oh Gott, ich habe eine Hexe gefunden. Ah! Ist gut. Ah, geh weg. Vielleicht sterbe ich aber auch. Nein. Die lacht so komisch. Oder? Die will mich hier doch verarschen. Nee. Macht Schrott. Oh, halbes Herz. Nee, auch nicht. Oh, oh. Nee. Versteck mich hier gerade mal. Lost. Ich bin lost in space hier. Oder beziehungsweise eher, komm, wir bauen, wir nehmen uns einen Volleyball und nennen ihn Wilson. Hier. Nee. Doch, so ein bisschen zumindest. So ein bisschen. Also zur meereszugehörigen Seite habe ich ein paar Dinge aufgestellt. Ach, Erskine ist ja auch schon da. Jo. Ja, es kommt so in die Richtung stimmt ungefähr. Die Zombies doch nicht zu mir. Das Lustige ist nur, dass er bei mir irgendwie nicht mit der Map hinterherkommt. Nein. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Ah, so viele Chunks eingestellt, die geladen werden müssen? 16 Chunks sind, also die okay. Chunks sind alle vorgerendert. Und 16 kommen theoretisch. Hier ist ein Skelett, das ist nicht gut. Das aber kann natürlich sein, dass jetzt mit so vielen Leuten leicht überfordert ist. Zur Not muss ich den nochmal ein bisschen. Ich habe auf 14 oder 15 eingestellt. Ah, guck mal hier. Hier ist richtig. Ja, hier ist richtig. Nee. Ich fahre hier rechts mal. Oh, da ist ein Zombie und cool. Ich fahre links ran vorbei lieber. Oh. Ja, ich glaube, ich komme auch zu dir links. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Ich habe ein Schwert, ja. Weil dann können wir ein paar Kühe. Nein, aber oh, Mann, ja. Ey. Das Skelett. Ja, warte, ich muss hier mal an Land. Ja. Wie kann man denn. Achso. Okay, Planänderung. Nochmal an die Küste fahren. Erstmal direkt eine Höhle in den Felsen bauen. Ja. Ja, ich renne hier auch schon. Ich renne hier gerade durch den Wald. Ich habe anderthalb Herzen. Ich werde von allem verfolgt, was in diesem Wald drin ist. Und Gott sei Dank. Wo ist denn das? Wieder gut geplant hier. Ja. Oh, also mein Gott. Ich hab's leichter irgendwie in Erinnerung. Nein! Reifeleistung müsst ihr wieder gucken. Oh ja, ich war bei 60-44 war ich. Vor allem jetzt habe ich Brainy verloren. Ich bin noch hier an der Küste, da wo du eben auch warst. Da wo die Kühe waren. Achso. Ja, ich bin ein Stück weiter, weil hier ist ein Baum, ich brauch Holz. Und ich mach's jetzt ganz anders. Ich bin schon richtig produktiv, ich hab schon Kohle, ich hab Fleisch. Ach nö. Ich mach mir erstmal ein Steinschwert. Wenigstens wird's wieder Tag. Immerhin. Ja. Verbrennen wenigstens die Zombies und die Skelette. Nervige Dinge. Oh, wolltest du gerade was bauen? Hier irgendwo sollte eigentlich noch entstehen. Kollege, ich habe deine Freunde eben nicht getötet und du lässt mir jetzt hier nach. Ja, dann stell dich bitte nochmal auf die Workbench. Ja, alle nochmal neu starten, ne? Sehe ich. Ja. Weil so wirklich Holz gibt's hier auch nicht mehr. Ja, bloß noch da drüben hier so ein bisschen sehe ich, aber.
Oh, Zucker haben wir gefunden. Das war's schon. Ich will ins Boot. So. Bitte? Schönen Gruß. Ja, ein Unterwassertempel. Also wenn eine Farm aus dem Unterwassertempel bauen will, ne? Ja, die werden wohl generiert. Meinte Marder irgendwie seit 1.8 schon irgendwie. Keine Ahnung, du spielst mit das Minecraft. Ich hab schon mal Zuckerrohr. Ha. Ich hau schon mal neue Setzlinge wieder hin, weil kann sein, wir landen noch öfter hier. Also ich bin hier ein bisschen unterirdisch, ein bisschen Stein sammeln. Benni, du kannst doch schon mal, auch wenn das nicht der Bezirk ist, mach doch einen Bootladen auf. Du könntest reich werden. Es rentiert sich hier auf jeden Fall. Wie dein Holz. Ja, stimmt, einfach immer das Holz, das, wird privatisiert. Und dann so ein Boot für einen Diamant wird dann so verkauft, ne? Ja. Wo bist du hin? So, jetzt aber. Das Schlechte daran ist, wenn du stirbst, hast du auch keine Diamanten mit. Dann solltest du vielleicht einen anderen Preis dir überlegen. Darfst du die Boote letzten Endes doch verschenken, oder was? Ja, kannst ja das Boot gegen Holz tauschen oder was? Warum wurde mein Hunger gerade regeneriert, obwohl ich nichts gegessen habe? Warum kann man in Minecraft eigentlich seine Gegenstände nicht wieder zurückbauen eigentlich? Nicht wieder was? Zurückbauen. Wenn du zum Beispiel ein Boot baust, warum kannst du das nicht wieder zusammenschlagen und dann hast du wieder Holz? Wäre mal ganz cool. Früher ging das ja, ne? Ja? Ja, früher hast du ja aus dem Boot immer Holz bekommen. Ich finde das gut, dass man jetzt kein neues Boot bauen muss mehr. Mein Hunger ist gerade ganz lustig. Ich habe 2 Hungerkeulen, dann wird das wieder voll regeneriert, dann habe ich wieder 2 Hungerkeulen. Ja, ich hatte das vorhin auch gehabt. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich habe es einfach mal genutzt. Wahrscheinlich ist Peaceful so ein bisschen verbuggt. Nee, wir sind nicht Peaceful, wir sind auf normal. Dann ist normal ein bisschen verbuggt. Mhm. Hat irgendwie jemand noch ein Boot, wo er mich zufällig mitnehmen kann? Also ich hab hier noch ein Boot im Inventar. Boot ja, mitnehmen auf gar keinen Fall. Ich schleiche mich einfach mit hinten rein. Nein! So, jetzt bin ich bei Mr. Wieder. Ich muss mal erstmal angucken, wie das aussieht. Ja. Ah, schön. Weißt du, setzt dich hinten rein und paddelt nicht mal, ja? Das sind die richtigen. Nee. So, ich glaube, wir müssen ja den kannst du mal ein bisschen lotsen jetzt. Du bist der Navigator. Okay, mach ich das. In die Richtung, ne? Dann nach der Sandinsel ein Stück nach links. Aber gut, dass wir uns einfach genau. Quasi alle verloren jetzt haben. Geradeaus. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg hoch auf den Berg, den Berg zu erklimmen. Mhm. Also wir müssen nicht genau zu 0-0. Ich habe jetzt, seid ihr schon 0-0 weiter, ist nur die grobe Orientierung. Weil die Fläche, wo wir bauen, ist ja wesentlich größer. Da müsste ich dann nochmal auf der Map gleich gucken. Oder den Link habt ihr ja alle. Ist der eigentlich noch irgendwer hinter uns? Ich sehe das gar nicht. Doch, seid ihr schon weitergefahren jetzt ohne mich? Nein, ja, tatsächlich. Oder warst du wieder zurück, Brainy? Ich bin jetzt hier immer noch auf der Insel, wo ihr die Fackeln gestellt habt eben in der Nacht. Wir sind doch alle gestorben, oder nicht? Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Berg, Mr. Wheelock und ich. Okay, alles klar, dann warte ich wieder einfach. Einsteigen, das Boot nach Hogwarts. Okay. Mr. Wheelock, ein Stück nach rechts musst du fahren. Ich kenne eine gute Stelle, wo du leicht hochkommst. Okay, ich sehe eure ganzen Ich muss dazu sagen, ich bin davor, wo ich gestorben bin, ich bin links rumgefahren, da habe ich noch eine bessere Stelle gefunden, wo man fast da war. Oh. Also ich würde eher lieber da lang fahren, wenn ich ehrlich bin. Ja, das passt. Da kommst du auch gut hoch.